Schon mal in der Situation gewesen, wo du ein Kabel kaufen willst und du fühlst dich wie Indiana Jones? Drei geheimnisvolle Artefakte, RG58, RG174, RG316, klingen wie geheime Codes, sind aber einfach nur Kabel oder doch nicht? Koaxialkabel sind essentiell für die Signalübertragung in vielen Bereichen von Telekommunikation bis Elektronik. Sie sorgen für eine zuverlässige und störungsfreie Übertragung von elektrischen Signalen und sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Die bekanntesten und vielseitigsten Kabeltypen sind das RG58, RG174 und RG316. Jeder mit seinen eigenen Eigenschaften und idealen Einsatzgebieten. Mein Name ist Norman und jetzt starten wir mit diesem Video. Durchmesser und Flexibilität. Das RG58 ist mit einem Durchmesser von 4,95 mm das dickste Kabel in unserer Auswahl und weniger flexibel. Es hat einen Biegeradius von 25 mm. Das RG174 und RG316 sind dünner mit 2,55 bzw. 2,50 mm und deutlich flexibler mit einem minimalen Biegeradius von 15 mm. Die Mantelmaterialien variieren. Das RG58 und das RG174 bestehen aus PVC, während das RG316 mit einem hitzebeständigen PTFE-Mantel ausgestattet ist. Unterschiede gibt es auch beim Innenleiter. Das RG58 verwendet verzinntes Kupfer, das RG174 Stahl mit Kupferüberzug und das RG316 Stahl, der zusätzlich versilbert ist. Achten Sie besonders auf das Mantelmaterial und den Innenleiter, wenn Sie Wert auf Hitzeobergrenzen bzw. Brandschutzbestimmungen Wert legen. Und in Bezug auf den Innenleiter, wenn Ihr Kabel magnetisch bzw. nicht magnetisch sein darf. Für alle drei Kabel gibt es eine weitere Variante, die sich auf die Wahl der Mantelmaterialien beziehen. Einen Link zu einer einfachen Übersicht auf koax24.de finden Sie in der Beschreibung. Die elektrischen Eigenschaften. Alle drei Kabel haben eine Impedanz von 50 Ohm und eignen sich für viele standardisierte Signalübertragungen. In Bezug auf die Dämpfung hat das RG58 mit 69 Dezibel pro 100 Meter bei 1 GHz die geringste Dämpfung und ist für längere Strecken geeignet. Das RG174 zeigt mit 91 Dezibel auf 100 Meter bei 1 GHz eine höhere Dämpfung und ist ideal für kurze Verbindungen. Mit 101 Dezibel auf 100 Meter hat das RG316 unserer Auswahl den höchsten Wert, bietet jedoch bessere Performance bei höheren Frequenzen, da dieses Kabel für bis zu 3 GHz ausgelegt ist. Wenn Sie konkrete Vergleichswerte für einen bestimmten Megahertz-Bereich suchen oder die Details studieren möchten, nutzen Sie doch die Kabelvergleichsfunktion auf koax24.de. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Das RG316 punktet durch seine hohe Temperaturbeständigkeit bis 200 Grad und Wetterfestigkeit, während das RG58 und RG174 nur bis 80 Grad geeignet sind. Preislich ist das RG58 die günstigste Option, gefolgt von RG174. Das RG316 ist zwar teurer, dafür aber langlebiger und vielseitiger einsetzbar. Die Wahl des richtigen Kabels hängt von Ihren Anforderungen ab. Für einfache Anwendungen mit längeren Strecken ist das RG58 die kosteneffizienteste Lösung. Benötigen Sie Flexibilität in engen Räumen, ist das RG174 ideal. Das RG316 empfiehlt sich für anspruchsvolle Umgebungen und Anwendungen im Hochfrequenzbereich. Auf koax24.de finden Sie neben diesen drei Kabeln eine große Auswahl weiterer Koaxialkabel. Mit unserem praktischen Konfigurator stellen Sie ganz einfach die perfekte Koaxialkabelkonfektion für Ihre individuellen Anforderungen zusammen. Und das Beste? Wir produzieren bereits ab einem Stück. Schnell, flexibel und zuverlässig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat oder Sie es informativ fanden, würden wir uns über einen Like freuen. Bei Fragen schreiben Sie uns gerne. Alle wichtigen Links finden Sie in der Beschreibung des Videos. Bis zum nächsten Mal.